Sehr, dass uns Angelika Neudecker und Nikolai Roman jetzt mit auf eine Exkursion nehmen. Fragen bitte im Chat posten und damit ohne weitere Worte übergebe ich an die SpeakerInnen. Ja, ein herzliches Willkommen von uns. Wir starten. Ja, Exkursion, Konzept, Skills, Potenziale, Erfahrungen einer digitalen Exkursion. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen das heute vorstellen dürfen. Und wir, das sind Angelika Neudecker. Genau, und ich bin Nikolai Roman und wir arbeiten gemeinsam als im Team Digitalisierung in der Lehre und postdigitale Entwicklung am Geografischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Im Kontext der Geografie können Sie sich vorstellen, dass natürlich Exkursionen eine sehr große Relevanz haben. Und wir hoffen, dass Sie im Laufe des Vortrags auch merken, dass dieses Thema, egal aus welchem Fachbereich Sie kommen, auch für Sie interessant sein könnte. Genau, die Expertise, die wir für den heutigen Vortrag mitbringen, speist sich aus unserer Arbeit in dem Team, das wir bereits erwähnt haben. Und auch aus der Erfahrung der letzten Semester, wo wir in der Konzeptberatung und Durchführung von digitalen Exkursionen tätig waren. Wir haben über die 2,5 Jahre, die wir jetzt zusammenarbeiten, eine eigene Philosophie, sage ich jetzt mal, entwickelt, natürlich gespeist von verschiedensten Quellen. Die Mathetik haben wir für uns als Basis definiert. Die Agilität nehmen wir im Lernkontext sehr ernst und versuchen das umzusetzen im alltäglichen Lehren. Genau, wir sehen die Raumerkundung als ganz wichtigen Teil der Bildung und dieser räumlichen Perspektive und fokussieren ganz stark auf eine wirklich sinnvolle Digitalisierung, die sich auch ein bisschen löst von der rein technischen Frage. Und deutlich wird das auch in dem Titel von einem Artikel von uns, von Mehrwert zu Mehrwert, wo wir diese Gedanken der sinnvollen Digitalisierung zugrunde gelegt haben. Warum haben wir den Schritt gewagt, hier heute zu sprechen? Wir haben selbst eine Exkursion nach Makaronesien durchgeführt. Der Begriff Exkursion ist entstanden, auch im Tun, und gibt quasi wieder, dass es sich um eine digitale Exkursion handelt. Und diese Evaluation dieser von uns durchgeführten Exkursion hat zu unserer Überraschung sehr gut abgeschnitten. Und das sehen Sie hier, die Gesamtbewertung, ich glaube, das darf man jetzt auch so sagen, ist sehr gut gewesen. Und auch die Lehrmethoden, die wir verwendet haben, wurden sehr gut bewertet. Und deswegen wagen wir diesen Schritt und stellen die Exkursion hier als Good Practice Beispiel vor. Genau, dieser konkreten Exkursion gehen verschiedene Basisüberlegungen voraus, die sich auch auf den Erfahrungen basieren, die wir bereits gemacht haben. Und selbstverständlich, wenn man eine Exkursion macht, ist man immer in diesem Bereich von Online versus Vor-Ort-Settings. Und genau das möchten wir auch mit den Studierenden etc. thematisieren und nicht irgendwie so verschweigen, sondern es auch zum Gegenstand machen. Und wir begehen auch oder wir nähern uns auch dieser Fragestellung, indem wir wirklich sagen, diese Exkursion ist ein eigenständiges Veranstaltungsformat, welches nicht in Konkurrenz steht zu anderen Formaten. Die individuelle Themenfindung ist für uns ein relevanter Faktor im Lernprozess. Was bedeutet das? In der Exkursion selbst wird Raum gemacht, damit die Studierenden selbst neugierig werden können auf den Raum und andocken können mit ihren persönlichen Interessen. Natürlich ist die Exkursion auch an Kompetenzerwerb orientiert, so wie wir das auch aus anderen Lehr- und Lernveranstaltungen kennen. Ganz wichtig, auch aus der Erfahrung von Exkursionen ganz allgemein, ist die Atmosphäre. Bei Exkursionen spielt immer die Atmosphäre in der Gruppe, das gemeinsame Erleben und Erkunden eine Rolle. Und deswegen haben wir das auch versucht, immer wieder in der konzeptuellen Überlegung mitzuthematisieren. Ebenso haben wir auch im Hinterkopf die digitale Transformation als Realität an der Hochschule,
diese Konzepte sind jetzt während Corona entstanden, aber wir haben das nie nur als Notlösung verstanden, sondern im Rahmen dieser Transformation auch als die Chance, neue Formate zu entwickeln. Und dann die zwei Stichworte Inklusion und CO2-sensibel haben wir das jetzt mal genannt. Das hat sich eben in der Basisüberlegung dann auch, hat ihren Platz gefunden, dass wir ein Format schaffen wollten, wo eben Inklusion möglich ist. Und CO2-Sensibilität können Sie sich vorstellen, wenn Sie sonst mit einer Gruppe mit 25 Studierenden auf Reise gehen, auf Exkursion gehen, dann verschlingt das eine andere Menge an CO2, wie wenn wir hier das digital bewerkstelligen. Eine ganz kurze Zwischenfrage aus dem Chat. Sind die Slides auch online? Wir können dann gerne diese Präsentation, die wir hier geben, das ist dann ein Blatt quasi, das können wir dann gerne zur Verfügung stellen. Ja, können wir machen. Okay. Aus diesen Basisüberlegungen haben wir dann ein Phasenmodell für die Ekursion entwickelt, bestehend aus 4 Phasen, die auch so einen gewissen Spannungsbogen für die Studierenden bieten soll und auch das Lernen dann immer wieder gezielt fördert. In der ersten Phase geht es ganz konkret darum, die Neugierde zu wecken. Und das passiert durch individuelle Streifzüge und wird dann intensiviert darin, Besonderheiten des Exkursionsgebietes zu entdecken. Und als Tool haben wir hier vor allem Google Earth Pro verwendet. In der zweiten Phase ging es darum, die Tools anzuwenden, sich Medienkompetenz anzueignen. Wie funktioniert Videoproduktion? Wie gestaltet man Medien? Das Urheberrecht denkt man am Anfang gar nicht, dass das relevant sein könnte in dem Maße, wie es dann letztlich wirklich ist. Also Urheberrecht immer mitdenken. Und wir haben das E-Portfolio Mahara genutzt als Sammelgefäß für die wissenschaftlichen Artikel und Medien, die gefunden wurden. Wie gesagt, die Individualität spielt für uns eine große Rolle, dass das Thema dann ein persönliches ist und dass das Thema in einem Prozess für jede Person gefunden werden kann. Es gab dann, bevor es wirklich losgeht, das Video zu produzieren und den Beobachtungsauftrag sich zu überlegen, eine Übungsaufgabe und auch Feedback dazu, indem man mal ein Kurzvideo selbst produziert hat. Genau, in der dritten Phase fließen dann schon so die Erkenntnisse aus den ersten beiden Phasen zusammen und es startet die Phase des wissenschaftlichen Arbeitens. Das heißt, die Studierenden bearbeiten ihre persönlichen Themen und nutzen dafür die digitale Raumerkundung. Dieser Prozess wird begleitet durch wöchentliche Meetings, wo ganz kurz die Studierenden ihren Arbeitsprozess darstellen und so geben sich auch die Studierenden untereinander immer wieder Impulse für die weitere Arbeit. In dieser Phase findet dann auch die Videoproduktion statt, die dann als individueller Beitrag für die Ekursion ein Video erstellt und die Inhalte des wissenschaftlichen Arbeitens fließen dort ein. Vierte Phase, das ist dann unsere gemeinsame mehrtägige digitale Exkursion, also die mehrtägige Ekursion. Dort werden die produzierten Videos vorgestellt und sie werden immer verknüpft mit einem Beobachtungsauftrag und einer anschließenden Diskussion der Ergebnisse. Also das Video steht nicht für sich alleine, sondern wird eingebettet in weitere, wie gesagt, Beobachtungsaufträge und Diskussionen. Und im Anschluss gab es dann noch ein Reflexionsgespräch und die entsprechende Bewertung. Denn ja, es ist so, diese Abgaben wurden bewertet. Da werden wir dann später noch 2, 3 Sätze dazu sagen. Genau. In dem Phasenmodell wurde ja bereits deutlich, dass verschiedene Skills oder Kompetenzen vermittelt werden. Und das haben wir hier nochmal versucht, übersichtlicher darzustellen, dass es diese verschiedenen Bereiche gibt, die wir hier untergebracht haben. Also zum Beispiel die Skills der digitalen Raumerkundung, die Skills aus dem Bereich Tools und Medienkompetenz, aber auch die der E-Kooperation und E-Präsentation, wie wir es nennen. Und hier, wie man schon sieht, gibt es natürlich auch klare Überschneidungen. Die Überschneidungen sind zum Beispiel Google Earth Pro, ein Tool zur digitalen Raumerkundung, aber natürlich auch ein Tool, das zur Medienkompetenz gehören kann. Und die Überschneidung zwischen Medienkompetenz und E-Kooperation oder E-Präsentation, da haben wir jetzt mal als Beispiel Mahara platziert.
der leere Kasten, der hier noch links unten besteht, der soll dann vielleicht von Ihnen gefüllt werden. Denn natürlich kann man diese Ekursion in unterschiedliche Richtungen weiterdenken und dort unterschiedlichste Skills, die für einen selber dann noch wichtig sind, platzieren. Wir geben Ihnen hier noch ein paar Einblicke in die Ekursionen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jetzt kein Video angucken können, denn, wie Sie hier in der Mitte lesen können, es gab den Konsens in der Lehrveranstaltung, dass die Videos nur im passwortgeschützten Raum, also im Moodle-Kurs, zur Verfügung stehen. Dies hat einen Grund, denn dann ist es möglich, auch aufgrund des Urheberrechts nochmals andere Materialien zu verwenden, wenn die Produkte im passwortgeschützten Moodle-Kurs bleiben. Wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann ist quasi das Urheberrecht nochmal anders anzugucken und es kommen dann sehr stark die Creative Commons Lizenzen zum Tragen. Sie sehen hier ein Intro-Bild, Sie sehen hier einen Ausschnitt von unserem Videoschnittprogramm Shotcut, das wir verwendet haben. Hier ein kurzer Blick in die Streifzüge, die im E-Portfolio-Tool Mahara gesammelt wurden. Und hier die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der E-Kursion, die uns zugesagt haben, dass wir dieses Foto auch öffentlich machen dürfen. Ja, wir haben die Veranstaltung zum einen evaluiert, aber zum anderen auch immer wieder Umfragen gemacht zu bestimmten Fragen, die uns sehr interessieren. Und wir haben hier die erste mit der Frage danach, ob die Erwartungen an eine digitale Exkursion erfüllt worden sind. Und wir haben hier eine hundertprozentige Zustimmung mit voll zu oder eher zu und auch eine individuelle Stimme, die zum Beispiel sagt, dass es eine sehr gute Umsetzung der digitalen Lehre war mit allen ihren Möglichkeiten. Also auch diese Vielfalt der verschiedenen Skillbereiche etc. wird hier angesprochen. Eine zweite Frage war, und die war für uns ganz besonders wichtig, die Frage danach, ob es nun eine gute räumliche Vorstellung von Makaronesien gibt, ob sich eine entwickelt hat. Und hier haben wir eine Zustimmung, eine Vollzustimmung von 85% und dennoch 15%, die eher zustimmen. Und auch dieses Zitat hier aus der Umfrage macht es deutlich, die Nutzung von Google Earth Pro hat mir einen ganz neuen Blick auf die gesamte Erde und bestimmte Regionen ermöglicht. Und das erfreut uns natürlich sehr, dass wir hier diese Rückmeldung bekommen haben. Evaluiert wurde die Veranstaltung auch durch EvaSys, dem offiziellen Evaluationstool der Ruhr-Universität Bochum. Dort haben 16 Studierende dann teilgenommen. Und wenn man jetzt diese Schaubilder durchguckt, dann merkt man, dass wir uns überwiegend im rechten Bereich bewegen und dass die Ekursion insgesamt sehr gut abgeschnitten hat. Dort wurden Dinge angesprochen, wie wurde das Fachwissen erweitert, hat die Veranstaltung dazu beigetragen, das vertiefte Selbststudium anzuregen? Wurden Texte und Fachgegenstände wissenschaftlich bearbeitet? Wurde die Fähigkeit verbessert, Arbeitsergebnisse in angemessener Form zu präsentieren? Wurde die Fähigkeit verbessert, dass man in einer Diskussion den eigenen wissenschaftlichen Standpunkt vertreten kann? Und auch, dass man sich mit anderen in einer Gruppe organisieren kann? Wie gesagt, wir hatten diese Ekursion in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt. Sie läuft dieses Semester zum zweiten Mal und die Evaluationen waren positiv und deswegen werden wir dort noch weiterarbeiten und sie auch weiter durchführen. Genau, und aus dieser Erfahrung haben wir verschiedene Potenziale auch für dieses Format bestimmt und auch unsere Erfahrungen hier nochmal zusammengetragen. Wir möchten damit beginnen, nochmal zu sagen, dass wir hier wirklich kein Konkurrenzprodukt zu einer Vor-Ort-Exkursion haben und auch gemerkt haben in der Arbeit, dass es nicht als solches wahrgenommen wird, dieses Format, sondern wirklich als eigenständiges Format. Und hier sehen wir auch noch vor allem das Potenzial, gerade im 360-Grad-Bereich, also auch stärker mit 360-Grad-Materialien zu arbeiten. Ja, die Ekursion hat eine eigene Erlebbarkeit. Das können Sie sich vielleicht vorstellen, dass wir uns natürlich schon damit konfrontiert gesehen haben, dass man sagt, vor Ort, das ist ja was ganz was anderes.
Und wir haben eigentlich gesehen, wenn man genau die Grenzen und die Potenziale auch herausarbeitet, dass diese eigene Erlebbarkeit, die durch die Ekursion und durch die verwendeten Tools zustande kommt, auch eine ganz eigene Charakteristik hat. Und diese Raumerkundung, die digitale Raumerkundung, dadurch tatsächlich einen eigenen Charakter erhält. Die folgenden drei Punkte, die klangen schon so ein bisschen an und wir möchten sie hier nochmal hervorheben. Stellenwert Urheberrecht, ganz, ganz zentral. Sobald man anfängt, mit Medien von Dritten zu arbeiten, ist das ein entscheidender Punkt, von dem auch viele weitere Entscheidungen für die Veranstaltung dann folgen. Der Stellenwert des Feedbacks, was auch in den verschiedenen Phasen immer wieder eingebaut werden sollte, um auch hier im Kontakt mit den Studierenden zu sein. Und wenn es auch um das Erstellen von Videos geht, auch nochmal Datenschutz zu thematisieren, wenn denn auch die Studierenden sich selbst zum Beispiel denn dort einbringen, sei es im Bild oder im Ton etc. Schaffung von Atmosphäre war ja schon ein Stichwort. Wir haben das versucht durch Musik, wir haben das versucht durch Hintergrundbilder, die wir angesprochen haben, die wir auch von den Studierenden haben suchen lassen, in Zoom quasi dann platzieren lassen, um immer wieder atmosphärische Elemente auch zu präsentieren und einzubinden. Und dieser Bewertungspunkt in der Veranstaltung herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre, haben wir auch auf diese Form der Atmosphäre bezogen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Scrum-Meetings, diese kurzen Meetings in der dritten Phase sich sehr, sehr gut eignen und gerade Studierende sich hier untereinander immer wieder motivieren, durch diese wöchentlichen Treffen in dieser Selbststudiumsphase auch wirklich am Ball zu bleiben. In diesem Bereich dieser Kooperation sehen wir aber auch noch Luft nach oben. Das ist auch ein Hinweis für uns als Lehrende, da noch stärker diese Kooperation zu fördern. Wir haben immer wieder Umfragen und Evaluationen eingebunden und die Erfahrung gemacht, dass das wirklich hilft, dann auch agil auf gewisse Bedürfnisse etc. der Studierenden zu reagieren, aus unserer Perspektive als Lehrende heraus. Jetzt noch mal ein paar Worte zum Bewertungsmaßstab. Hier war eine Challenge, dass man sich nicht verleiten lässt, gute Noten für tolle Medien quasi zu vergeben. Das spielt natürlich auch mit rein. Wir haben das so gelöst, indem wir einen Kriterienkatalog erstellt haben und jedes Video, wir als Dozierende, jeder für sich nochmal durchgegangen ist, wir das dann auch besprochen haben. Also die Bewertung war ein eigenständiger Prozess, der auch Raum und Zeit in Anspruch genommen hat und die Relevanz, dass man eben nicht an diesen tollen Medien hängen bleibt. Und eine anderen Aspekt, den wir sehen, das ist die Sache, dass man sich loslösen kann von einzelnen Orten und zum Beispiel global thematische Ekursionen anbietet, die eher ein Thema im Fokus haben und das dann an verschiedenen globalen Räumen zeigen. Und das ermöglicht auch, dass man Räume durch direkten Vergleich auch wahrnehmen kann. Ja, wir würden jetzt noch einen Schritt weitergehen zu den nächsten Schritten und den offenen Fragen. Das Format Weiterdenken auf Basis von Erfahrungen auch weiterentwickeln. Wir verstehen diese Auseinandersetzung als Work in Progress. Und wie gesagt, wir sehen es als eigenständiges Lehrformat. Zum Beispiel könnte es auch stattfinden, gar nicht unter dem Dach der Exkursionen, sondern zum Beispiel als ein Seminar, das auch entsprechend nur mit 2 Credit Points dann bewertet wird und somit herausrutscht aus dem Angebot von Exkursionen hin zu einem ganz allgemeinen Lehrformat. Weiterentwicklung zu Selbstlernkurs, das ist so mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier platziert, wäre eine Möglichkeit. Möchte man das? Passt das in die Ausrichtung der Institutionen? Ist es sinnvoll, das vielleicht als offene Frage hier platziert? Genau, eine Frage, die auch vielleicht besonders spannend ist, hier mit Ihnen denn auch zu diskutieren, inwiefern es auch wirklich für jeden Fachbereich von Interesse ist und das Publikum ausgedehnt werden kann, also diese Form der neuen Veranstaltungen auch ihren Platz in verschiedenen Instituten finden. Alternative Bewertung. Das Thema Bewertung ist im Vortrag schon angesprochen worden. Daran sind wir selbst dann noch am Arbeiten, wollen die nächsten Schritte gehen.
wollen das Peer Review eventuell mit an Bord holen, um dort eine andere Form der Auseinandersetzung und der Bewertung dann in Zukunft zu haben. Genau, und das stellt auch die, wir haben uns die Frage gestellt, ob es dann zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit anderen Instituten eine Plattform für Ekkursion entstehen könnte als Sammelgefäß und dadurch auch eine thematische oder institutionelle Anknüpfung gewährleistet sein kann. Wir haben für uns ein Fazit formuliert in 4 Sätzen. Die Ekkursion erfüllt die Erwartungen an eine digitale Exkursion. Die Ekkursion stellt ein sinnvolles eigenes Veranstaltungsformat dar. Die Ekkursion lässt sich an unterschiedliche Lernkontexte anpassen. Und die Ekkursion hat das Potenzial, ein breites Zielpublikum anzusprechen. Und genau, bei dem letzten Punkt, ein breites Zielpublikum anzusprechen, sind wir dann quasi auch am Ende unseres Vortrages angekommen und freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und im Chat gab es schon die Frage, ob wir noch mal kurz das Phasenmodell in der Gesamtübersicht zeigen können. Und ich denke, das können wir noch mal kurz machen, weil das war die erste Frage. Und dann können wir weitere Fragen aus dem Chat gerne beantworten. Das heißt, schreiben Sie dort gerne Ihre Frage rein. Ja, gehen da gerade noch mal hin. Genau, das sind die Phasen 1, 2, 3 und 4 aufeinander aufbauend. Wir haben das vorher terminiert, den Studierenden auch entsprechend mitgeteilt, dass man sich darauf einstellen kann. Unsere E-Mail ist ja auch eingeblendet. Also wenn es dann noch irgendwie weitere Fragen gibt, dann bitte auch gerne kontaktieren. Gut. Dann, ich sehe mich jetzt selbst im Chat nicht mehr. Ja, ich kann ja nochmal fragen. Julia Joachim hat die Frage gestellt. Wenn Sie dazu jetzt nochmal konkret eine Frage haben, können Sie es ja nochmal kurz im Chat schreiben. Ansonsten würden wir dann die Präsentation beenden und eher in das Gespräch wechseln. Alles gut, sagt sie. Gut. Dann haben wir hier eine weitere Frage. Haben Sie mit eigenem Videomaterial sowie mit Fremdmaterial gearbeitet? In dieser Veranstaltung, die Sie hier gesehen haben, in Makaronesien, wurde ausschließlich mit Fremdmaterial gearbeitet. Es gab teilweise noch ein paar Fotos aus eigenem Material, sowohl von Studierenden als auch von uns. Aber es haben auch schon Veranstaltungen stattgefunden, wo auch wirklich eigenes Material, auch Videomaterial, mit integriert wurde in die Seminare. Und das können wir vielleicht auch an dieser Stelle benennen. Es hat von Herrn Professor Schmidt und Frau Professor Hof eine digitale Exkursion stattgefunden, wo wir als Team Digitalisierung in der Lehre beratend dazugezogen wurden. Und dort ist auch so ein Fundament gelegt worden in dieser Auseinandersetzung und in dieser Entwicklung. Genau, und vielleicht kann man noch dazu sagen, weil wir hatten ja auch ein paar Mal auf das Thema Urheberrecht hingewiesen. Es ist natürlich toll, wenn man einen großen Fundus hat aus eigenem Videomaterial oder Bildmaterial, welches man zur Verfügung stellt, hat man auch hier nochmal ganz andere Möglichkeiten, ne, im Bereich des Urheberrechts. Das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt. Gibt es Erfahrungen mit Virtual Reality? Guter Punkt. Also wir haben unter uns natürlich diskutiert, in welcher Form man die Ekkursion weiterentwickeln kann. Und da haben wir auch so Dinge eben aufgeschrieben, wie komplett virtuell mit Avataren. Das sind Ideen, die man dann hier anknüpfen könnte. Auch E-Tourismus ist ein Schlagwort, auch rein in OER eine Weiterentwicklung. Der Selbstlernkurs ist ja schon angeklungen. Augmented Reality gibt es Möglichkeiten, dort anzudocken. Und Stichwort, das für uns naheliegendste ist jetzt die Ausdehnung auf 360-Grad-Touren. Und dort, glaube ich, gehen wir doch dann in eine Richtung, wo das sich in Augmented weiterentwickelt. VR haben wir jetzt als direkt nächsten Schritt noch nicht angedacht. Genau, das ist ja auch, vielleicht dann auch wieder noch eine Frage davon,
wo die Studierenden sind, technische Verfügbarkeit von Brillen. Also das ist dann auch noch eine Frage, die man denn damit einhergeht, wie man diese Veranstaltung selbst gestaltet. Wir hatten jetzt natürlich während der Corona-Zeit, dass die Studierenden sich von zu Hause aus in diese Ekursion denn eingeschaltet haben. Kurzer Hinweis aus dem Hintergrund, die letzten 5 Minuten laufen. Ich glaube, Sie wollten noch ein Voting durchführen. Danke, Herr Köhn, das stimmt. Vielleicht ganz kurz noch die Minute. Ich glaube, man kann es sagen, dass Herrn Roman und mir die Ekursion wirklich das Ganze erstellen, die Arbeit damit, das Konzept, die Skills. Wir waren fasziniert davon. Wir haben jetzt auch einen Antrag geschrieben, einen Förderantrag, um eventuell ein eigenes weiteres Projekt dafür generieren zu können, Gelder dafür generieren zu können. Und also es macht wirklich Spaß und auch das Denken. Es ist nicht nur für die Geografie interessant, sondern sehr unterschiedliche Fachbereiche führen Exkursionen, Ausflüge, Dinge, dass man an andere Orte geht durch. Die Ekursion lässt sich auch nutzen in Kooperation mit anderen Institutionen, dass man, wir lernen deren Ort kennen, die lernen unseren Ort kennen, etc. Also von daher, eine tolle Sache. Mhm. Es kam jetzt nochmal eine neue Frage. Können Sie noch Näheres zum Aufbau der tatsächlichen Exkursionsphase sagen, also diese vierte Phase? Das waren bei uns jetzt in diesem Fall, waren das 3 Tage, an denen diese gemeinsame Ekursion dann stattfand, mit circa 21 Themen, die dort ihren Platz gefunden haben. Und wir haben das dann vor allem so gestaltet, dass wir wirklich einen Vormittag hatten, einen Block, dann wirklich eine große Pause und am Nachmittag einen zweiten Block, um da auch das entsprechend zu entzerren und dass es nicht so anstrengend wird. Und die Frage danach, Zeitumfang etc. der Videos. Die Videos waren bis zu 15 Minuten lang und so eine gesamte Präsentation hat dann 15 Minuten Video plus 15 Minuten Beobachtungsauftrag und dann noch der gemeinsame Austausch, die Diskussion über das Thema. Das war der Umfang. Okay. Dann würde uns jetzt im Speziellen noch etwas interessieren und da würden wir an Sie eine kurze Umfrage geben. Und zwar, ich drücke da mal Abstimmung starten. Ihnen wird eine Ekursion von uns angeboten. Nehmen Sie daran teil? Ich glaube, wir können das stoppen und die Resultate müssten Sie jetzt eigentlich sehen können. Ja, das freut uns natürlich sehr. Wir nehmen das sehr gerne so wahr und auf und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen als Zuhörer und hoffen, dass diese Idee Anklang findet und vielleicht von Ihnen weiter getragen wird. Ja, vielen Dank.